Guten Morgen, es ist wieder einmal Zeit, meine monatlichen Einnahmen mit dem Projekt Raw Spirit mit Euch zu teilen. Diesen Monat ist es besonders interessant, weil ich erstmalig ein Buch verkauft habe. Wer es noch nicht kennt, hier das Video zu meinem Buch Vegane Welt mit wenig Geld, den Link findet ihr auch unten. Gerade was das Buch angeht, habe ich mir dann noch etwas, ja, was Besonderes ausgedacht, wie auch ihr mit dem Buch Geld verdienen könnt, und zwar noch mehr als ich. Aber da kommen wir später noch dazu, weil das auch gemessen an allen Büchern, die ich in meinem YouTube Bekanntenkreis released gesehen habe, ziemlich einzigartig ist und was ich sozusagen euch mit anbiete. Und warum ich das tue und was es ist, da komme ich noch gleich dazu. Aber für alle, die diesen Monat wieder dazugekommen sind, und das sind diesmal mehr als je zuvor, ich habe die meisten Abonnenten innerhalb der letzten 28 Tage bekommen, seit ich YouTube mache, möchte ich deswegen nochmal einen ganz kurzen Abriss euch geben, warum ich das eigentlich tue, warum poste ich öffentlich meine Einnahmen und den Verlauf der Einnahmen seit Beginn dieses Projekts. Zwingt mich da irgendjemand dazu, und warum weiß ich nicht, dass man über Geld nicht redet? Ganz einfach, wie ich bei Christian Goes Vegan, so begann das alles, von Tag 1 offen und ehrlich meinen Werdegang hier gepostet habe, möchte ich das auch mit dieser Idee machen, das zu tun, was ich liebe, und eventuell dann irgendwann auch davon leben zu können. Das ist einfach ein Projekt, und das inkludiert natürlich auch das Scheitern, das macht es so interessant. Ich möchte die Welt ein Stück bewusster machen und mit jedem Patreon, mit jedem Abonnenten, mit jedem Klick auf ein Video, auf Werbung, da wird das Ziel realer. Aber das Interessante ist eben dieses Scheitern. Das Projekt kann scheitern, und dann muss ich genauso damit umgehen, und dann werde ich euch zeigen, wie man zum Beispiel aus Rückschlägen lernt, oder ihr werdet sehen, wie ich zugrunde gehe, weil ich das mit meinem YouTube-Kanal nicht geschafft habe, oder was auch immer. Ihr seid live dabei, und ja, und das finde ich halt, das macht es so interessant, das macht es auch so einzigartig, dass ich euch wirklich einfach wirklich offen und ehrlich alles präsentiere von meinem Sexualleben, was keiner wissen will oder wenige wissen will, wie ich mitbekommen habe, bis hin zu meinen Einnahmen, was alle wissen wollen, das Geld, ne, die wichtigen Sachen, Sexualität, die wirklich richtigen und wichtigen Sachen, die will keiner wissen, aber die unwichtigen Sachen wie Geld, das will jeder wissen. Aber so ist es nun mal, und das, ich möchte euch wirklich da offen und ehrlich an meinem Leben teilhaben lassen, und das hat angefangen mit der veganen Ernährung, über andere Sachen, die Rohkosternährung, viele, viele Sachen. Es wird wahrscheinlich kaum einen geben, der alle Videos gesehen hat, außer mir. Aber ja, und das ist einfach der Wunsch. Ich möchte euch einfach offen und ehrlich alles sagen, und dazu gehört auch das Geld, ne? Und gerade wenn man dann scheitert, da kann man dann wirklich vielleicht auch sehen, wie man aus solchen Rückschlägen auch neue Energien aufbauen kann und neue Dinge anzugehen, wo vielleicht viele ein Problem haben, ne? Also das ist der Grund, warum. Ihr könnt euch sicher sein, bei mir ist einfach zu 100% alles ehrlich, alles offen, was mein Leben angeht, und ihr könnt euch daraus Inspiration rausziehen. Ich sage euch nicht, was zu tun ist, ich lebe euch einfach was, ich gebe euch Informationen, und ihr könnt euch was rausziehen, was ihr wollt. Und ihr könnt euch sicher sein, das ist halt echt, ne? Das ist, ohne andere YouTube-Kanäle angreifen zu wollen, aber das ist echt, das ist einfach. Ich bin ein einfacher Mensch, ich bin ein Sachse, ich rede nicht Hochdeutsch, und das ist nicht so angenehm manchmal, das weiß ich. Und ich rede manchmal über Sachen eben wie Sexualität, was anstößig ist, was unerhört ist, aber so bin ich, und ich bin echt, und das ist das, was den Kanal ausmacht. Und ja, was liebe ich denn eigentlich nun, und warum mache ich das, was ich liebe? Na, das ist, mich eben jeden Tag hinzusetzen und bewusst, ja, neue Informationen zu sammeln, neue Gedankengänge zu initiieren, alte zu reevaluieren, aktuelle Literatur zu lesen, aber auch den Zugang zu einem Bewusstsein losgelöst vom Denken zu präsentieren. Weil das kommt mir oftmals ein bisschen zu kurz hier, weil diese Informationssuche und dieses Denken, das ist ein signifikanter Teil meines Lebens, aber das Bewusstsein ist halt eben so eine Sache, das ist ganz schwer über YouTube zu präsentieren, und jedes Mal, wenn ich das präsentiere, merke ich, das kommt nicht an, wie es ist. Und sowas geht eher, wenn man sich live trifft, zum Beispiel auf dem Rohkost-Potluck. Das letzte Video findet ihr hier oben. Da spürt man so ein bisschen auch die Energie, und da kann man auch ein bisschen mehr sein. Hier auf dem Kanal ist es häufig eben viel übers Denken. Aber nun gut. Also für mich einfach auch der Wunsch, durch diese Information, die ich mir selber erarbeite, auch jeden Tag für die Menschen, die sich für das entsprechende Thema dann interessieren, Anregungen und auch manchmal so kontroverse Ansichten zu präsentieren, um dann eben auch gemeinsam dieses Thema mittels eurer Kommentare abschließend zu bewerten. Und deswegen mag ich das auch, wenn ihr kommentiert, weil ich, ja, ich stelle euch quasi eine Interpretation eines Themas vor, entweder als eigene Meinung oder als mögliche Option einer Meinung, und gemeinsam befruchten wir uns daraufhin gegenseitig. Das ist ja irgendwo auch mein Idealbild, und so
so wachse ich auch, so kriege ich auch neue Sicht innerhalb des Denkens. Wir bewegen uns hier großteils, wie gesagt, immer nur im Denken. Das ist nicht wirklich wichtig, aber das ist eine andere Sache, das nicht heute. Aber wie gesagt, dessen. Ja, mein Idealbild, die Menschheit als gemeinsamer Kreis einer ja, bewussten, angeregten, aber toleranten Diskussion. Wenn ich davon leben könnte, dann wäre das richtig geil. Ich mache also zu 100% was ich liebe. Es mag aber die Zeit kommen, wo man einen Kompromiss bilden muss, um sein Geld zu verdienen und vielleicht nur 80% das machen kann, was man liebt oder noch weniger. Aber das werden wir zu gegebener Zeit sehen und ihr seid live dabei, wie ich ja, derzeit meinen Traum lebe und hoffe, dass das alles auch funktionieren kann. Und, aber auch wenn das dann nicht funktioniert, ihr seid einfach live dabei. Und ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ist auch so, ich möchte das, ne? Es ist jetzt von mir, ich möchte diese Offenheit, weil das ist auch wichtig, dass man diese Offenheit, ich habe ein Video schon mal zur Offenheit gemacht und zur Ehrlichkeit, dass man diese Offenheit auch in seinem Leben auch immer wieder integriert. Das schleicht sich immer wieder ein, dass man vielleicht auch so eine Notlüge und das, ne? Und dann schleicht sich das wieder ein und man kapselt sich wieder ab von der Umwelt. Wenn man aber offen und ehrlich, man muss immer auch, deswegen will ich diese monatlichen Updates, auch wenn es ums Geld geht und dass man eigentlich nicht über Geld spricht, das möchte ich. Weil das tut mich selber trainieren, darauf zu achten, zu sagen, okay, pass nicht auf, isolier dich nicht. Ne? Ich war einen großen Teil meines Lebens isoliert. Das möchte ich aber nicht. So. Und deswegen ist es auch für mich wichtig, dass ich dieses poste. Wenn ihr natürlich jetzt schreibt, euch nerven die Updates so dermaßen, was ich an Geld verdiene, was nie kommen wird, wie ich eben euch einschätze, dann würde ich es natürlich wahrscheinlich auch ändern. Aber oder vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Okay. Das mal generell. Die Gewinne diesen Monat setzen sich ja, aus folgenden nach der monetären Bedeutung sortierten Einnahmen zusammen. Das erste ist diesen Monat tatsächlich die Buchverkäufe. Das zweite sind die Affiliate-Einnahmen. Das dritte sind die Gespräche, dann die Patreon-Werbung und dann die YouTube-Werbung. Patreon-Werbung ist eigentlich falsch, dass wenn jemand mein Patreon wird. Der größte Posten ist diesmal die Buchverkäufe, die seit einer Woche laufen und ich damit jetzt schon über 350 Euro generiert habe. Ich verdiene an einem Buch, was ich für 9 Euro verkaufe, 5,85 Euro. Und das Buch ist natürlich einerseits Einnahmenquelle, aber andererseits ist es auch die Dokumentation und der Beweis dafür, dass man nun vollwertig, genussvoll und preiswert, also von unter 140 Euro im Monat vegan leben kann. Und damit gleichzeitig beide großen Argumente gegen das Vegansein auslöscht. Also zum einen das Nährstoffmangelargument und zum anderen das vegan ist teuer Argument. Und diese Message ist nach wie vor noch nicht zu jedem in Deutschland durchgedrungen. Und da habe ich mich für folgende Sache, die ich vorhin schon so ein bisschen angekündigt habe, entschieden. Grundlegend gibt es ja das System des Affiliate, was ja auch ja, meine zweite Einnahmequelle in diesem Monat ist. Man empfiehlt ein Produkt und bekommt dafür ein paar Prozente, ohne dass der Käufer dafür mehr zahlt. Ich bekomme bei Amazon zum Beispiel 1-5% des Warenwertes. Und ja, auch ich kann für mein Buch bei Digistore Affiliates benennen und diese individuell an den Gewinn beteiligen. Ich kann zum Beispiel sagen, okay, wenn jetzt die Bibi's Beauty Palace mein Buch bewirbt, dann bekommt sie nicht 1-5%, sondern dann bekommt sie 20%. Und wenn der dann bekommt, so kann ich das alles machen. Dadurch, dass ich aber nicht den Gewinn, sondern die Message des preiswerten und des vollwertigen veganen Lifestyles maximieren will, habe ich mir folgendes ausgedacht. Und ich denke, wie gesagt, also zumindest in meinem Bekanntenkreis ist da noch keiner so weit gegangen, das so anzubieten. Und ich denke, das ist relativ einzigartig. Zum einen, ich unterscheide nicht von die Bibi's Beauty Palace mit 3 Millionen. Bietet sozusagen oder tut mein Buch bewerben und bekommt davon Prozente und der Horst, der irgendwo bei Aldi steht, tut mein Buch anbieten und der bekommt dann nur 1% oder sowas, sondern jeder bekommt dieselben Prozente. Und nicht nur das, sondern ich biete an, dass jeder, der sozusagen mein Buch bewirbt, egal ob Facebook-Account, YouTube-Kanal oder Blog oder was auch immer, diese Message, dass vegan sein preiswert und gesund ist, dem biete ich das an, dass er 55% des Gewinns von meinem Buch bekommt. Im Klartext bedeutet das, jeder von euch bekommt mehr Geld als ich, wenn er mein Buch empfiehlt. Warum zum Teufel mache ich das?
Einfach als Statement, dass es mir um die Arbeit geht, um die Message und dass das Geld ja quasi nur notwendig ist, um ein paar Grundbedürfnisse zu decken, aber niemals Zweck selber sein sollte. Ich poste Euch unten den Promo-Link und ihr müsst nichts anderes tun, als den Link irgendwo bei Euch auf der Plattform zu posten, zusammen mit dem Hinweis auf das Buch, dass die Leute dann draufklicken. Account bei Digistore könnt ihr natürlich, müsst ihr anlegen, ihr könnt aber kostenlos erstellen. Und so verdient ihr 55% pro Buch und ich bekomme 45%. Ich hoffe so noch mehr Menschen aufzuklären und Euch dabei auch die Möglichkeit zu geben, Geld zu verdienen, weil ich weiß ja aus den Kommentaren, dass der ein oder andere in der Situation ist, ja, ähnlich wie meine Situation, dass er halt relativ wenig Geld zur Verfügung hat und, ja, und auch Probleme hat, seine Grundbedürfnisse zu decken. Und von daher einfach teilen, gerade mit so einer Message, ja, denke ich, dass wir da alle sozusagen ja, glücklich damit sind. Ihr könnt das Buch natürlich auch einfach so bewerben, ne? Wenn ihr stinkreich seid oder kein Geld mehr braucht und merkt so für euch selber, okay, ich hab genug, dann könnt ihr das Buch natürlich auch so bewerben, einfach den Link zu meiner Adresse des Buches geben. Aber ja, und aber wenn ihr das Geld braucht, das könnt nur ihr entscheiden, dann bewerbt ihr das einfach mit diesem Promo-Link und dann bekommt ihr 55%, wenn jemand das Buch kauft und ich bekomme 45%. Ich fühle mich so geil dabei und so richtig fühlt sich das an und diese ganzen ja, Überlegungen, die man vielleicht anstelle dieser hätte treffen können, ja, sind mir mittlerweile so fremd geworden. Das erste. Die zweite Quelle meiner monatlichen Einnahmen sind eben die Affiliate-Einnahmen. Was bedeutet, dass bevor ihr bei Amazon etwas kauft, auf irgendeinen meiner Amazon-Links geklickt habt, unabhängig davon, was ihr kauft, bekomme ich immer von 1 bis 5%. Leider keine 55%, aber Amazon hat wahrscheinlich auch ein wenig einen anderen Bezug zum Geld wie ich und ja, und das ist dann halt eben die zweite Einnahmequelle, die Affiliates. Dann kommen die Gespräche, das bedeutet ihr habt ja die Möglichkeit zum einen jeden Donnerstag 21 Uhr mit mir kostenlos über Eure Probleme, über Eure Gedanken oder was Euch sonst noch irgendwie auf der Seele brennt zu reden. Aber der ein oder andere entschließt sich dann doch lieber privat mit mir reden zu wollen. Das heißt, ja, einfach per Skype oder halt auch ein reales Treffen und dass man einfach mal wirklich ohne Öffentlichkeit, weil nicht jeder teilt meine Einstellung, dass eigentlich alles öffentlich sein muss, so, sondern dass wir dann privat reden. So, dann macht man sich dann einen gemeinsamen Termin aus und dann treffen wir uns oder wir unterhalten uns über Skype. So, und genau, und das Tolle daran ist, im Anschluss entscheidet ausschließlich derjenige, dem geholfen wurde, wenn ihm geholfen wurde, was dieses Gespräch für ihn wert ist. Und ich mache da keine Vorgaben und werde auch nie irgendwie auf irgendeine Summe positiv oder negativ reagieren. Es ist einfach der Preis, der sich für denjenigen richtig und gut anfühlt. Und den akzeptiere ich, egal was das ist. Und das fühlt sich einfach für mich gut an. Ne? Weiter bin ich auch nicht wenig stolz darauf, dass 13 Menschen mich freiwillig als Patreon auf gleichnamige Webseite, die ich Euch auch unten verlinkt habe, monatlich finanziell unterstützen, ohne dass ich dafür irgendwie einen besonderen exklusiven Gegenwert erhalten. Sie tun das freiwillig, weil sie meine Arbeit unterstützen, weil sie natürlich irgendwo einen Gegenwert erhalten, wie meine Videos, aber diesen würden sie auch ohne das Geld bekommen. Aber sie tun das einfach freiwillig und fühlen sich dadurch auch gut. Und es ist genauso wie ich mich gut fühle, Euch mehr für mein Buch zu geben als ich selber. Und ja, und das ist einfach, es fühlt sich richtig an, auch wenn nach unserem Denken und nach unserer Prägung der Gesellschaft das irgendwie irrsinnig erscheint. Warum soll ich was bezahlen, was ich kriegen kann? Aber das ist genau das, wo wir raus müssen. Nicht weil damit ich jetzt Geld kriege, sondern warum wir generell da raus müssen. Ne? Und ja, die glauben einfach daran, dass ich was Sinnvolles mache und ja, und mit dem Geld wahrscheinlich dann mehr anfange, weil es geht los von Beträgen von 89 Cent pro Monat bis 17 Euro derzeit pro Monat, dass ich damit mehr anfangen kann, dass das mir mehr hilft. Und ja, und das ist halt die Einstellung, finde ich klasse natürlich. Wie gesagt, bei dem Punkt, wenn ich sage, finde ich klasse, klingt natürlich ambivalent, weil es mich genau betrifft, aber ich finde die Sache, dieses Patreon-Sein an sich sehr gut. Ne? Ich bin aber auch selber immer wieder überwältigt, wie gerne die Menschen auch wirklich geben und das eben komplett freiwillig und dass so unser Menschenbild häufig sehr, sehr negativ geprägt ist und dass es viele Menschen gibt, die eben da eben nicht so sind und das macht auch Mut. Ne? Einfach nur als Anerkennung und Förderung meiner Arbeit. Natürlich zählen da auch dazu die netten Briefe, die ich geschickt bekomme. Also ich bekomme ja handschriftliche Briefe, richtige Briefe. Ich weiß das absolut zu schätzen und ja, das ist eine Sache,
Das ist noch nicht mal gewohnt heutzutage, ne? Obwohl ich den ersten handschriftlichen Brief gelesen habe, so, was ist das? Ein Brief? Ja, dann habe ich das letzte Mal einen Brief bekommen. Also nicht einen Brief von der Steuer, vom Finanzamt oder sowas oder eine Werbung oder so, einen handschriftlichen Brief. Wann habe ich den das letzte Mal bekommen? Und jetzt habe ich wirklich einige von euch bekommen und ja, wirklich mit sehr, sehr nettem Inhalt. Also ich rede nicht von Geld oder so, sondern Worten, ne? Und einfach toll. Einfach wirklich toll. Und am Ende noch habe ich noch der fünfte Posten, ist die YouTube-Werbeeinnahmen. Das bedeutet, diejenigen unter euch, die ja auf die Werbebanner und oder auf das Filmchen, was am Anfang manchmal kommt, klicken, die sorgen dafür, dass YouTube mir sogenannte Werbeeinnahmen vergütet. So, insgesamt bin ich dann in diesem Monat bei 557 Euro gelandet, was natürlich durch die vielen Buchverkäufe deutlich mehr ist als das letzte Mal. Aber sich im Laufe der Zeit wieder relativieren sollte. Auch gerade, weil ja nun die folgenden Buchverkäufe dank heutiger Aktion nur noch 45% statt 100% ja, einbringen. Zumindest die, die über euch dann laufen. Aber ich finde die Idee einfach klasse und lasse mir da auch nicht irgendwie einreden, dass es nicht fair ist, dass ich als Autor weniger bekomme als derjenige, der das Buch bewirbt. Es ist so wichtig auch, dass die Message, dass vegane Ernährung vollwertig und preisgünstig ist und endlich praktisch auch anschaulich in einem Selbstexperiment bewiesen wurde, dass es verbreitet wird, dass der hohe Reiz, der monetäre Reiz, den ich mit den 55% natürlich anbiete, ja hoffentlich den einen oder anderen, ja, der vielleicht auch so sagt, okay, ich bräuchte ein bisschen Geld, dazu animiert, diese Message zu verbreiten. Wie gesagt, der Link ist unten, einfach bei Digistore einen Account machen und statt dem Wort Affiliate, was ihr in dem Link seht, euren Namen dann einsetzen, den ihr bei Digistore eingegeben habt. Steht aber alles unten nochmal, schreibe ich das alles hin. So, ich hoffe, ich konnte wieder euer Interesse für dieses Projekt bedienen. Gebt mir euer Feedback zur Buchverkaufsaktion und auch dazu, dass ich nach dem Grundsatz handle, über Geld spricht man. Spricht man. Über Geld spricht man. Wie man auch über alles andere offen sprechen sollte. Offen, ehrlich und respektvoll. Miteinander umgehen, so wie man selber auch quasi möchte, dass die Leute mit einem umgehen. So wächst auch die Welt zusammen und irgendwann gibt es vielleicht kein Geld mehr, weil alle Menschen gerne aufeinander zugehen und geben und freiwillig daran interessiert sind, sich gegenseitig zu helfen. Und eine Vision, die ich wahrscheinlich nicht erleben werde, aber eine Vision, an der ich arbeite, an der ich ja, partizipiere mit meiner War Spirit Sache. Alles Liebe, euer Christian. Tschüss.